auf euch und willkommen hier zur nächsten Folge, zur neuen Folge Oracle United. Schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast hier, Freitag 18 Uhr. Und heute habe ich 11 Partien am Stissel, 11 Partien mit sicherlich, ich habe jetzt nicht durchgezählt. Ich gehe davon aus, dass jetzt hier wieder 60, 70 richtige Kommentare von euch gibt hier zur letzten Woche zur Bundesliga und zum DFB-Pokal gab es ja Orakels. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso du nicht mit Facecam aufnimmst, Leute, manchmal hat man solche Momente, wo man einfach keine Lust hat, auch mit Facecam aufzunehmen, weil wenn ich hier mit Facecam aufnehme, muss quasi immer die Festbeleuchtung an sein. Und das meine ich nicht mal aus Spaß, sondern das ist ernst, Leute. Das ist die bittere Realität, weil ich muss hier die ganzen Softboxen anmachen. Und darauf habe ich jetzt einfach mal keine Lust, Leute. Deswegen heute mal hier ohne Facecam Oracle United. Aber es geht ja auch nicht um mich hier, sondern es geht ja auch um eure richtigen Tipps, Leute. Es geht um eure richtigen Tipps. Und deswegen starte ich gleich mit der ersten Partie. Und wir haben da die letzte Freitagsabendpartie. Freiburg gegen Gladbach. Heute könnt ihr beim Orakel übrigens noch mitkippen. Stuttgart gegen Frankfurt Orakel. Habt ihr noch Zeit bis um 20:30 eure Kommentare oder euren Tipp abzugeben. Genau. Ich starte mal hier. 3:1 hat Freiburg gewonnen. Damit hat eigentlich niemand gerechnet, dass Freiburg 3:1 gewinnt zu Hause gegen Gladbach. Also war schon überragend vom Sportclub, muss man einfach so sagen. Und der Jaloba04 hat sogar 3:1 getippt und der Garde-Tim ebenfalls. Zwei richtige Kommentare bei der ersten Partie. Und der Edi004, ich grüße dich auch mal hier, Edi, hat bei dem richtigen Tipp hier von Jaloba sogar kommentiert. Du hast richtig getippt, also stark hier. Ja, eine starke Leistung von der Community hier, muss man einfach mal so sagen. Däumchen geht raus an euch, aber ihr seht mich ja nicht. Ich halte trotzdem hier gerade mein Däumchen hier in die Facecam, obwohl die Facecam nicht mal an ist. So, zweite Partie, Dortmund gegen Hertha, Leute. Dortmund gegen Hertha, und wer hat damit gerechnet? Wer hat damit gerechnet, dass die Hertha einen Punkt mitnimmt? Klar kann man jetzt fragen, oder kann man sich fragen, war das verdient, war das nicht verdient? Ja, Leute, ich gebe zu, Dortmund war besser, Dortmund hat auch besser gespielt, aber wenn man am Ende die Tore nicht macht, ist man selbst schuld. Und Hertha, ich sage mal so, Hertha, es war ja kein Spiel, wo Hertha überhaupt keine Chancen hatte. Hertha hatte ja sogar verhältnismäßig viele Chancen. Mit so vielen Chancen habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Selbst der Kopfball von Davy Selke, der noch am Ende gegen den Pfosten gegangen wäre. Stellt euch mal vor, der Kopfball von Selke wäre reingegangen. Und dann hätten wir noch den Elfmeter bekommen. Hätten wir eventuell sogar gewinnen können. Also hätte Fahrradkette, ich bin sehr zufrieden mit dem Punkt. Und dieses Wochenende geht es auch wieder ab gegen Leipzig, Leute. Dieses Wochenende gegen Leipzig, Orakel gibt es natürlich dazu gleich direkt morgen früh. Könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und es gab 4 richtige Tipps letzte Woche. Rico Efst 2:2, Jana Potschus 2:2, Christoph Götz 2:2 und Katharina Golovkov 2:2. 4 richtige, und das war die zweite Partie. Und ich würde mal sagen, wir springen gleich zur nächsten. Hannover gegen Augsburg, und die Hannoveraner haben mal wieder verloren. Augsburg 1:2, Auswärtssieg. Und der Simon Hensel hat hier richtig kommentiert. Hassi Baba hat richtig kommentiert. Marco Reus hat sich wahrscheinlich noch in der Kabine gedacht, ah komm, tippe ich mal schnell bei Paxson Knight beim Orakel noch mit. Marco Reus hat hier richtig kommentiert. Sarah Willen hat richtig kommentiert. Julian aus Dornböen. Yo-Yo Co. Metes Skiller. Ricky 2305. Markus Müller. Alexander Richardson. Maximal Aquarius. Philipp Plott. Leon Kuzmin. Sammelfieber. Timo Top 10. Timo Wenning. Pulentini. Uruti. Yusuf Nuri. Petra Egettenmeier. Und typisch Benny. Holla der Waldfrosch, das waren mal richtig viele Kommentare hier bei der Partie. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Vierte Partie. Mainz gegen Bayern. Klar, also es war sehr wahrscheinlich, dass die Bayern da gewinnen. Auch wenn sie in der Hashtag-Krise sind. Klar, sie spielen jetzt nicht so gut wie in den letzten Jahren immer, aber trotzdem ja, gewinnen sie ja hier zwar knapp gegen Mainz, aber 3 Punkte sind 3 Punkte und das ist alles, was zählt, sagen wir es einfach mal so. Simon Richter hat hier 1:2 kommentiert und natürlich richtig kommentiert. Dann haben wir noch den Christoph Götz hier am Start, den Henrik Schuster, Marcel Gläsner, Mio 2.0 und den Leon 2.0. Das sind 6 richtige bei der Mainz gegen Bayern Partie hier. Springen wir zur 5. Partie der heutigen Folge, haben wir Jonas Pelzer mit dem 0:3 Fortuna Düsseldorf gegen VfL Wolfsburg. Dann haben wir Mama hier 0:3 kommentiert hat, Oleg 2210, Jonko 16, Simon Richter und der Maximilian Makovicka mit dem 0:3. Ja, VfL Wolfsburg, dieses Wochenende muss der VfL ran gegen Bayern, ne? Bayern gegen VfL Wolfsburg ist eine sehr, sehr spannende Partie in meinen Augen. Bayern-Wolfsburg, oder ist das, ne, Bayern-Dortmund, nein, jetzt komme ich komplett durcheinander. Jetzt komme ich komplett durcheinander, jetzt weiß ich selbst nicht mehr.
wer an diesem Wochenende hier spielt. Aber ich glaube, das war Dortmund. Wolfsburg gegen Dortmund und Bayern muss gegen Freiburg. Okay. Da war ich jetzt mal ganz kurz. Habe ich einen kurzen Denkfehler gehabt. Also Wolfsburg gegen Dortmund. Wer weiß, vielleicht schafft er Dortmund. Oder vielleicht schafft es ja Wolfsburg, Dortmund zu besiegen oder einen Punkt mitzunehmen. Genau. Auf jeden Fall waren das hier die richtigen Tipps bei der Partie Düsseldorf gegen Wolfsburg. Wir springen zur Partie Hoffenheim gegen Stuttgart. Ihr seht's, Leute, bei vielen Partien nicht so viele richtige Tipps, aber es gibt immer richtige Tipps. Es gibt eigentlich fast keine Partie, wo es heutzutage bei meinen Orakels keine richtigen Tipps mehr gibt. Eigentlich sind immer mindestens ein, zwei Verrückte dabei, die entweder hier ein hohes Ergebnis tippen, wie hier der Jojo Co. mit einem 4:0 und der Hans Angelberger. Also, es ist eigentlich immer alles dabei, muss man einfach so sagen. Also, das ist Respekt hier an dieser Stelle hier an euch, weil überragend, ne? Überragend, wie gut ihr seid, muss man einfach sagen. Bei manchen Partien geht es 5:1 aus und da tippt jemand 5:1 vor der Partie. Das ist einfach krass, weil 5:1 ist sowas von unwahrscheinlich. Klar ist 5:1 diese Woche nicht vorgekommen. Wir springen zur Partie Nürnberg gegen Frankfurt. Timo Gaming TV 1:1, Marcel Glesner 1:1, Nürnberg hat natürlich gegen Frankfurt 1:1 gespielt, Pascal Starklov 1:1, Sarah Willen und Simon Richter. Das waren 5. 4 Partien haben wir noch. Leipzig gegen Schalke. 0:0, ein torloses 0:0. Also das war echt eine langweilige Partie, da habe ich mir sehr, sehr viel mehr erhofft, muss ich sagen. Ja, am Ende 0:0, ein Punkt für Leipzig, ein Punkt für Schalke. Felix Weigel hat hier richtig kommentiert. Hassi Babab, Markus Tobolski, Janan Jan und Danielsko 17. Und Danielsko ist, glaube ich, fast jede Woche dabei. Kommt mir so vor. Danielsko 17, der ist schon in meinem Köpfchen geblieben, der Danielsko. Kommen wir zur drittletzten Partie, DFB-Pokalspiel hier. Hannover gegen Wolfsburg und ja, Wolfsburg hat die 96er rausgekegelt, rausgeschmissen mit einem 0:2. Der Bayern-Fan Jonas hat hier richtig kommentiert. Vincent Super, die Pex-Brüder TV, Christoph Götz, Nassim HD, Dominik Werner, Michel 03, Itzadi, Prank Browser, Mirage und Benny und der Jannis zockt und sammelt. Ja, stark, Jannis, überragend. Überragend, Jannis. Ich glaube, Jannis macht auch Bundesliga-Orakel, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, weil Jannis zockt und sammelt, wenn ich hier gerade den Jannis hier sehe. Jawolski, 10. Partie, Augsburg gegen Mainz, da haben wir den Mio 2.0, der hier richtig kommentiert hat, 3:2 nach der Verlängerung und dann haben wir noch ja, James Winterschlaf, der ebenfalls 3:2 für Augsburg getippt hat und Augsburg schmeißt somit Mainz 05 raus, das war ja ein Duell der ersten Bundesliga, somit kann man ja sagen. Und Kiel hat auch Freiburg rausgeschmissen, ne? Also da hat ein Zweitligist den ersten Bundesliga-Verein rausgekegelt. Kiel, überragend, habe ich zwar nicht orakelt, aber wir kommen jetzt zur letzten Partie der heutigen Folge. Und ja, Leipzig gegen Hoffenheim, Leipzig gegen Hoffenheim und die Leipziger haben hier mit 2:0 gewonnen. Insgesamt 9 richtige Kommentare. Olbaximo ist sogar dabei. Olbaximo, altes Haus hier. Das erste Mal in der heutigen Folge. Kalle XD, YBJ mal. Alles klar, was für ein Name hier. Dich sehe ich zum ersten Mal. Kollege. Was da los? Etienne Marti, Andreas Möller, Abdurrahim Zedig, Marco Reus zum zweiten Mal, Squeeper und It's Hardy. Also hier bei diesem Spiel habe ich mir auch ein spannenderes Spiel ja, gewünscht. Eigentlich war es nach der Halbzeit schon vorbei, weil Werner dann einfach 2 Tore gemacht hat in kürzester Zeit. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall von der heutigen Folge. Ich bin sowas von nervös auf dieses Wochenende Leipzig gegen Hertha. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich werde es mir natürlich reinziehen, Leute, ist ja klar. Ich bin sowas von heiß auf diese Partie. Ich bin raus an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge, beim nächsten Video, beim nächsten Orakel. Alles Mögliche ist am Start, Leute. Ich bin raus, haut rein. Und ein schönes Wochenende, ein schönes Bundesliga-Wochenende. Ich hoffe, ihr seid bei jedem Bundesliga-Orakel am Start. Haut rein und tschüss.